Ich begrüße euch zu einem weiteren Video aus meiner Videoserie Linux für Einsteiger. Dieses Mal der GNOME Desktop. Starten möchte ich wie bei allen anderen bisher mit dem Anmeldebildschirm. Wir sehen oben zentriert das Datum, die Uhrzeit. Auf der rechten Seite beginnen wir zuerst mit den verschiedenen Hilfseinstellungen, hoher Kontrast, Vergrößern, große Schrift und so weiter. Dann sollten hier mehrere Sprachen installiert sein, können wir die Sprache auswählen, Netzwerk, Lautstärke und auch hier können wir das System direkt wieder herunterfahren. In der Mitte dann unser Benutzername. Wenn wir hier draufklicken, können wir das Passwort vergeben und uns anmelden. Rechts unten haben wir dann die Möglichkeit, wenn verschiedene Desktops installiert sind, auch diese auszuwählen. Ich habe jetzt hier nur GNOME installiert. Wenn hier nur GNOME steht, dann wird immer Wayland verwendet. Wayland hat noch verschiedene Schwierigkeiten. Ich bevorzuge nach wie vor GNOME unter Xorg, wähle dann diesen einfach aus, vergebe jetzt mein Passwort. Drücke dann die Eingabetaste zum Anmelden. Und im letzten Video über den KDE Desktop hatte ich gesagt, KDE ist Windows ähnlich. GNOME wurde einmal entwickelt, vom Aussehen her ähnlich wie Mac. Hier haben wir oben das Übersichtsfenster, oben in der Mitte wieder Datum, Uhrzeit. Hier können wir auch draufklicken. Hier kommen dann die Benachrichtigungen. Uns werden dann die Termine angezeigt, das Wetter können wir uns anzeigen lassen. Auf der rechten Seite haben wir dann einen Schnellzugriff auf ein Bildschirmfoto, auf die Systemeinstellungen, dann können wir den Rechner sperren, ausschalten, neu starten und so weiter. Auch hier übers Netzwerk, Energiemodus können wir hier einstellen, Nachtmodus oder den dunklen Stil auswählen. In der Mitte haben wir dann einen Suchbegriff, hier können wir uns Programme suchen. Unten ist ein kleines Dock, das standardmäßig ausgeblendet ist. Dann haben wir hier noch so ein Anwendungsmenü und hier bei GNOME. Standardmäßig ist hier nichts in Kategorien eingeteilt. Verschiedene Distro-Anbieter richten das vorher ein. Hier habe ich Fedora, macht das Ganze nicht. Hier müsste man das Ganze selbst etwas ordnen, wobei das hier relativ einfach ist. Ich nehme jetzt hier einfach die Hilfe und ziehe das Ganze dann in einem Ordner. Oder wenn ich Büroprogramme habe, kann ich diese ebenfalls einfach hierher ziehen. Dann kann ich den ganzen Büroordner irgendwo hinschieben, wo ich ihn gern hätte. Die Kontakte schiebe ich hier mit rein. Systemüberwachung geht bei mir auch zu Hilfsprogramme. Multimedia setze ich jetzt auch nach vorne. Die Uhren setze ich einfach in die Hilfsprogramme. Das Wetter ebenfalls. Jeez ist ein Webcam-Programm, kommt zu Multimedia und so weiter. Und so kann man sich dann das selbst organisieren. Ja, ich weiß, etwas unübersichtlich ist halt so. Ich selbst verwende den GNOME Desktop oder es ist mein Hauptdesktop. Die Arbeitsfläche ist dann relativ clean. Jetzt möchte ich dennoch mal kurz in die Einstellungen. Wir haben hier auch von Start weg kein Minimieren oder Maximieren-Button, sondern nur ein Schließen. Mit Doppelklick auf die Leiste kann ich das Fenster verkleinern, Doppelklick wieder vergrößern. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite alle Einstellmöglichkeiten, die GNOME so bietet, vom Netzwerk, Bluetooth, Erscheinungsbild klicke ich jetzt mal an. Hier sieht man dann ein paar vorinstallierte Wallpaper. Vorgabe hell kann ich auch jederzeit auf dunkel umswitchen. Ich lasse das jetzt aber in hell. Ich denke, vielleicht ist das so besser zu sehen. Mache ich mal dunkel. Gut, ich lasse das beim hell. Dann benachrichtigen. Multitasking. Wie viele Desktops möchte ich? Meistens gebe ich eine feste Anzahl von 4 ein. Für mich sind 4 ausreichend. Wer mehrere benötigt, kann hier einfach hochschrauben. Oder das Ganze auf dynamisch lassen. Dann, wenn ich Ordner im Netzwerk freigeben möchte, hier auch relativ einfach zum Auswählen. Audio, hier kann ich meine entsprechende Soundkarte aussuchen oder das Mikrofon und so weiter. Unter Energie ausgeglichen, Bildschirm ausschalten, mache ich jetzt mal auf nie. Dann der Bildschirm selbst, Querformat, die Auflösung, die Hertz, also die Bildwiederholrate. Und dann Skalierung ist nur 100% oder 200% möglich. Maus, Tastatur, unter Tastenkombinationen kann ich mir dann selbst Tasten anlegen für Ton, Medien, Laut, Leise und so weiter.
Standardmäßig sind welche voreingestellt. Drucker, hier kann man einen Drucker hinzufügen. Region, Sprache, Benutzer. Wer sich automatisch anmelden möchte, klickt hier auf Entsperren, vergibt das Passwort und setzt hier einfach einen Haken. Jetzt wird dieser Benutzer hier automatisch angemeldet. Wenn mehrere Personen den Rechner oder das Laptop verwenden, hier mit einem einfachen Klick einen Benutzer hinzufügen. Vorgabeanwendungen, wer beispielsweise einen zweiten Webbrowser installiert hat, kann hier auswählen, was standardmäßig gestartet werden soll. Dann Datum, Uhrzeit. Wenn ich den Wochentag hier oben angezeigt haben möchte, steht der Wochentag noch dabei. Oder die Kalenderwochen werden dann hier im Kalender mit eingetragen. Und nochmal kurz eine Info, welches System wird verwendet, und unter Systemdetails sieht man, dass es sich hier um eine 64-Bit-Distro handelt. GNOME-Version wird mir hier nicht angezeigt. Den Fenstermanager mit X11 haben wir jetzt gerade ausgewählt und dann wird noch der Linux-Kernel angezeigt. So, das war schon die Systemsteuerung. Und der GNOME-Kalender, finde ich sehr, sehr schönes Tool. Hier muss man nur einfach den entsprechenden Tag auswählen, einen Termin eintragen, ob persönlich, geschäftlich, wie auch immer. Dann kann man hier noch unter Details bearbeiten, ob ganztägig oder eine Uhrzeit angeben, Erinnerung hinzufügen. Also ich finde den Kalender richtig, richtig schön. Ich mache jetzt einfach mal einen mit Test. Hinzufügen. Jetzt habe ich hier im Kalender, sieht man hier dann einen Punkt, und dann befindet sich der Eintrag mit dem Test jetzt auch direkt in der Schnellanzeige vom Kalender. Erinnerungen werden dann hier auf der linken Seite angezeigt. Ich finde das sehr, sehr schön. Ich habe mich hier so dran gewöhnt. Dann kommen wir zum Dateimanager unter GNOME. Dieser nennt sich Nautilus. Hier haben wir auf der linken Seite oben so ein Bürgermenü wieder. Die Symbolgröße kann ich hier verkleinern, vergrößern. Also nicht wie unter KDE, einfach mit dem Schieberegler. Hier habe ich hier ein Plus- und Minuszeichen. Verborgene Dateien wieder anzeigen lassen. Dann gehe ich hier mal auf Einstellungen. Ich möchte Ordner vor Dateien anzeigen. Ausklappbar. Dann das Öffnen von Objekten, von Dateien oder Ordnern wähle ich hier einen einfachen Klick aus. Dann möchte ich, wenn ich mit der rechten Maustaste auf einen Ordner oder Datei klicke, eine Auswahl haben, damit ich Verknüpfungen erstellen kann, und auch das dauerhafte Löschen soll mir angezeigt werden. Wenn wir etwas suchen möchten, in Unterordnern nur auf diesem Rechner oder alle Orte, also selbst wenn ein USB-Stick angeschlossen ist, wird dieser durchsucht. Vorschaubilder, ebenfalls alle Dateien, und Dateien in Ordner zählen. Das reicht mir hier auf dem Rechner. So, schließt das Ganze wieder. Was haben wir dann noch? Tastenkombinationen kann ich hier mir einstellen. Erstmal anzeigen lassen, was voreingestellt ist. Diese kann ich aber auch jederzeit wieder ändern und nach meinen Bedürfnissen anpassen. Nautilus besitzt keine Zwei-Fenster-Ansicht. Ich kann hier das Ganze in neuem Reiter oder im neuen Fenster öffnen. Also dieser ist zwar tappbar, aber zwei Fenster nebeneinander gehen hier nicht. Dann habe ich rechts noch umschaltbar auf Listen, wenn ich das lieber untereinander habe, oder eben in Rastern gruppiert oder angezeigt. Unter andere Ordner hat man dann Zugriff auf sein eigenes Dateisystem. Hier unten kann man sich sehr einfach mit einem Server verbinden. So, ich denke, erster Eindruck zu Nautilus reicht ebenfalls. Dieses Menü hier oben ist auch jederzeit mit der Windows und der Linux die Super-Taste erreichbar. Dann haben wir hier ein Software-Sender, das unter GNOME standardmäßig mit installiert ist. Ich vergrößere das Ganze. Links haben wir ein Suchfenster. Hier können wir einen Programmnamen eingeben und diesen suchen. Dann unter Erkunden ist dieses Fenster hier gemeint. Als erstes oben werden hier immer viel Verwendete angezeigt oder Neuvorstellungen. Darunter in Gruppen organisierte Programme, wobei die Namensgebung der Gruppen vielleicht nicht so, ich nenne es mal, eindeutig ausfällt. Hier muss man sich dann durchklicken, was eigentlich mit Erstellen, mit Arbeit und so weiter gemeint ist. Darunter kommen dann unsere Empfehlungen, gefolgt von neuen oder aktualisierten Programmen. Unten hier, nicht unwichtig, Codecs
sämtliche Arten von Codecs, die wir installieren können, je nach eingebundenen Repositories, Gerätetreiber. Wer jetzt eine Nvidia-Grafikkarte hat und einen speziellen Treiber benötigt, kann diesen hier ebenfalls darüber installieren. Dann noch verschiedene Sachen wie Schriftarten kann man sich dann hier noch darüber nachinstallieren. So, der zweite Punkt oben installiert. Hier sehen wir alles, was schon vorinstalliert ist. Wer etwas Vorinstalliertes nicht möchte, hat hier dann sofort die Möglichkeit, auf Deinstallieren zu klicken. Ich mache mal die Einführung, einfach auf Deinstallieren, lasse das Ganze löschen. Jetzt sehen wir oben, dass das gelöscht wurde. Und der dritte Punkt oben sind Aktualisierungen. Hier werden uns Updates angezeigt und dann diese sind dann ebenfalls mit einem Mausklick anklickbar. Und kann so sein System stets aktuell halten. Ich gehe jetzt wieder zurück auf Erkunden. Rechts oben ist dann wieder ein Bürgermenü, unter anderem die Softwarequellen. Unter Fedora ist das sehr schön gemacht. Hier kann man sehr einfach Repositories hinzufügen oder wieder abwählen. Google Chrome ist hier standardmäßig mit ausgewählt. Wer diesen nicht verwenden will, deaktiviert das Ganze. Dann eben den Nvidia-Treiber, Steam. Non-free steht bei Linux immer für nicht freie Pakete. Schließt das Ganze wieder. Also hier ist es relativ einfach, ein Programm zu installieren. Ich gehe jetzt hier mal auf die Suche. Gib wieder mein geliebtes Xmind ab. Das ist ein Mindmapping-Programm. Das muss jetzt nicht sein. Dann sehe ich hier unten, dass ich dieses Programm ausschließlich über FlatHub installieren kann. Gehe nochmal zurück. Ich suche mir jetzt einfach mal GIMP. Ein schönes Zeichenprogramm. Hier wird mir dann unter Installieren Fedora Linux. Das Ganze ist aber ebenfalls ein FlatHub-Programm. Dann Fedora Linux als RPM-Programm aus den Repositories. Und die dritte Auswahl ist dann wieder ein Flatpak, dieses Mal über FlatHub zum Installieren. Fedora hat seine eigenen Flatpaks. Der Unterschied hier zu Fedora Linux Flatpak ist die Dateigröße. Unter Flatpak sind meistens sehr aktuelle Programmversionen vorhanden, aber der große Nachteil bei Flatpaks ist eigentlich die Größe. Hier haben wir die Version 2.10.34, 819,9 MB hat hier GIMP als Flatpak. Und jetzt wählen wir uns mal das RPM-Paket, also direkt aus den Fedora-Repositories, haben hier nur 21,9 MB und ist ebenfalls in der gleichen Version vorhanden. Also in diesem Fall würde ich mich hier für das RPM-Paket entscheiden, ganz einfach, um Platz auf der Festplatte zu sparen. Dann lasse ich das jetzt einfach mal installieren, verkleine mal das Programm, bis dieses fertig ist. Gestellt ist. So, hier unten das Software-Tool haben wir. Wir sehen jetzt schon öffnen, also das Ganze wurde installiert. Dann schließe ich das Software-Sender. Hier finde ich dann den Eintrag vom installierten Programm und kann dieses sehr einfach starten. Also ihr seht, Software unter GNOME installieren ist relativ einfach. Diese Einträge, die hier im Menü vorhanden sind, kann ich einfach mit der rechten Maustaste dann auf Loslösen. Möchte ich ein anderes Programm hier in der Leiste haben, dann einfach rechte Maustaste ans Dash anheften. Den Kalender nehme ich gleich, verschiebe diesen wieder ins Büro. Den Texteditor schiebe ich auch hier rein. GIMP und Bildbetrachter nehme ich als Grafik. So, für Teil 1 zu GNOME möchte ich es belassen. Es folgt hier definitiv noch ein Teil 2, denn gerade bei GNOME gibt es so viel einzurichten oder so viele Möglichkeiten, die den täglichen Umgang erleichtern können. Das möchte ich dann in Teil 2 zeigen. Für heute möchte ich mich bedanken fürs Zusehen und ich hoffe doch, bis zum nächsten Mal.